Du willst in FIFA krasse Teams bauen, aber hast nicht genug Coins? Kein Problem, klick auf den Link in der Videobeschreibung und du wirst sehen, wie günstig diese Coins sein können. Erhalte sogar zusätzlichen Rabatt mit dem Code Kevinho. Viel Spaß beim Einkaufen. Mahlzeit Leute, Kevin hier am Start und willkommen zu einem neuen Hybridbilder in FIFA 15, wo auch sonst. Ihr habt euch letztens ziemlich viel Mühe gegeben, was die Likes angeht, deshalb kommt hier direkt der nächste Hybridbilder. Heute ein 3-Ligen-Hybrid-Team in meiner persönlichen Lieblingsaufstellung. Gesamtwert liegt zumindest auf der PlayStation 4 bei ca. 40.000 Coins und ich würde mal sagen, wir fangen an mit dem Torhüter. Dort haben wir den Franzosen Rouffier oder Rouffier, wie auch immer man den ausspricht. Ist sicherlich ein Torhüter, den bisher weniger Leute verwendet haben, aber ich muss sagen, ich bin bisher vollstens zufrieden und er ist auch wirklich nicht teuer. Ich habe gerade mal 1400 Münzen für ihn bezahlt und für diesen Preis bringt er auf alle Fälle eine angemessene Leistung. Weiter geht's mit der Außenverteidigung. Auf der rechten Seite haben wir DeMarcus mit 90 Pace und auf der linken Seite Clichy. Und ja, diese beiden Außenverteidiger, besonders Clichy, sollte bekannt sein, machen auf alle Fälle einen guten Job. Clichy ist etwas teurer, kostet glaube ich 12.000, aber ich finde, das ist noch vertretbar. DeMarcus kostet nur 2.000 und hat 90 Pace, ist wirklich sehr, sehr guter Rechtsverteidiger. Weiter geht's mit dem defensiven Mittelfeld, dort befindet sich Diaby. Ich finde, ihn kann man ziemlich gut mit Fellaini vergleichen, beide sind mächtig groß, sehr körperstark und für ihre Größe trotzdem noch zügig unterwegs. Also Diaby hat mich schon oft vor Kontern gerettet und absolute Kaufempfehlung. Für diesen Preis 2600 Münzen wirklich spitze. In der Innenverteidigung befindet sich auf der linken Seite Koscielny und auf der rechten Seite Varane. Koscielny ist ein bisschen teurer mit 14.000, aber dafür ist Varane noch vertretbar mit 4.000 und beide machen wirklich einen sehr guten Job. Koscielny hat auch ziemlich gute Arbeitsraten, Mitte nach vorn, hoch nach hinten. Varane hat dafür Mitte und Mitte, passt aber auch. Und jetzt seht ihr auch, was ihr mit dem Torhüter machen könnt, nämlich könnt ihr dort jeden französischen Torhüter verwenden, den ihr möchtet. Ob das jetzt nun Rouffier ist, Mandanda oder vielleicht auch Loris, wie auch immer man den ausspricht. Da gibt es dann, wie gesagt, noch ein paar Möglichkeiten, je nachdem, wie viel Coins ihr übrig habt. Wir machen weiter mit den beiden ZMs. Auf der linken Seite haben wir den Trejo, ein Silberspieler. Und rechts haben wir den Dos Santos. Trejo ist zwar Silber, aber ihr seht es schon, 79 Tempo, 80 Dribbling, 71 Schuss, 76 Pass. Ja, Leute, hoch, gering sind die Arbeitsraten, ist auf alle Fälle vertretbar. Es kann natürlich möglich sein, dass einige von euch jetzt eine andere Variante finden. Ich habe keine andere Variante gefunden, aber ich muss sagen, er ist bisher in keinem Spiel negativ aufgefallen. So viel kann ich sagen. Also, kosten tut er 2,3k ungefähr. Ich denke, da kann man wenig falsch machen. Und Dos Santos ist, ich sag mal so, ein Mittelsmann. Er ist jetzt nicht gut, aber auch nicht wirklich schlecht. Er ist einfach nur da, schießt ein paar Pässe und fertig ist der Salat. Ihr werdet gleich sehen, warum er denn notwendig ist. Im ZOM haben wir den Ben Yedder. Ist eigentlich ein Stürmer. Ich habe ihn aber ins ZOM gepackt, weil ich einfach in diesem Hybrid-Team keinen passenden ZOM-Spieler gefunden habe. Deshalb habe ich einfach einen Stürmer genommen. Aber, wenn ihr mal guckt, 18 Spiele, 13 Vorlagen und 5 Tore. Ich meine, es ist ja logisch, dass man als ZOM nicht so viele Tore macht wie die Stürmer. Vor allen Dingen erst recht, wenn die Stürmer noch ziemlich OP sind und ziemlich gut sind. Dann ist es für den ZOM umso schwerer. Aber 13 Vorlagen, spitze der Typ. Wirklich sehr spitze. 2x4 Sterne, 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß. Wirklich empfehlenswert. Und jetzt kommen wir endlich zu den Stürmern. Dort haben wir auf der rechten Seite Dos Santos. So, da muss er hin. Und auf der linken Seite, jetzt komme ich mit dem Namen nicht klar, Braithwaite oder so. 89 Pace. Dos Santos hat 86 Pace. Und dazu noch hochgering. Ihr könnt mal auf die Statistik achten.
17 Spiele, 15 Tore, 11 Vorlagen hat Dos Santos. Und Braithwaite hat 17 Spiele, 22 Tore, 7 Vorlagen. Das ist eine Zweiersturmspitze sozusagen, also ein Doppelsturm. Da ist es eigentlich nicht gang und gäbe, dass die Stürmer mehr Tore haben als Spiele. Ja Leute, das wäre das heutige Hybrid-Team und wenn ihr das Team hier feiert, könnt ihr ja mal ein Like da lassen, wenn ihr möchtet. Ich empfehle das wirklich jedem. Dieser Sturm ist einfach erste Sahne. Er ist schnell, er ist konsequent, er kann auch ein bisschen skillen. Sind bewegliche Stürmer und nicht so eine Kolosse, die nur geradeaus rennen können. Die ganze Verteidigung steht wirklich weit hinten. Man hat schnelle Außenverteidiger, wo man auch mal gewisse Konter unterbinden kann. Innenverteidiger sind auch recht zügig unterwegs und beim Torwart habt ihr ja immer noch mehrere Varianten. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Ich bin gespannt, wie euch das Team gefällt. Ja, wenn ihr euch das Team nachbaut, dann schreibt mal ein paar Tage später in die Kommentare rein, wie euch das Team gefällt, ob ihr damit gewonnen habt oder mehr verloren habt. Bin ich mal gespannt. Ich verabschiede mich jetzt. Euer Kevinho. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.